Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch. Jetzt schauen wir uns das mal hier an. Unter der Diele war ein kleiner Safe mit einem elektronischen Schloss. Ich hätte willkürlich Zahlen eingeben können, aber dann hätte es Wochen gedauert, die Kombination zu finden. Okay. Aber warum brennt hier Licht? Ich wette, die Freundin ist da. Der Computer war übel zugerichtet. Ja, aber wir wollen... Der Computer war nicht mehr zu gebrauchen. Da. So. Das waren eine Menge Ordner. Warum schaut sie... Wozu braucht man Nippes, wenn man einen Fernseher hat? Ja. Warum schaut sie sich die Ordner nicht genauer an? Es war Vernons Eingangstür. Sie führte wieder zum Korridor hinaus. Ja, dann geh raus. Die Tür war fest verschlossen. Ich hörte nichts. Okay. Ich ahnte schon, wer mich hinter der Tür erwarten würde. Da sagte ich mir auch die ganze Zeit, dass sie irgendwo sein muss. Moment. Moment, Moment. Also im Bad hat sich nichts verändert, bis auf den Büstenhalter. Der ist genau gleich geblieben. Da, 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 da. Okay, dann... Die Ärmste. Die Tür führte ins Schlafzimmer. Und sie sagt nichts dazu, dass wir einfach hier rumspazieren, obwohl das nicht unser Haus ist. Aber gut. Hm? Ah, das sind ja die Nudeln. Gut. Hallo, meine... Das arme Ding sah aus, als hätte sie tagelang geweint. Ja, hat sie wohl auch. Entschuldigung, Beatrice? Warum sind Sie hier? Hat die Polizei Sie nicht verhaftet? Ich wurde freigelassen. Ich habe Vernon nicht getötet, aber ich habe seine Mörderin gesehen. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen helfen. Gehen Sie weg! Bitte. Der Schrank war voller schmutziger Kleider. Ekelhaft. Ich konnte die Straße draußen erkennen. Ja, das ist schön, aber... Wer immer hier Staub wischte, war offenbar nie bis zum Fernseher vorgedrungen. Ja. Okay, das kennen wir aber sonst schon. Das arme Ding sah aus, als hätte sie tagelang geweint. Papiertuch? Schauen wir zuerst an. Es war ein Papiertaschentuch. Dann bitte es an. Hier. Ich verstehe, wenn Sie nicht reden wollen. Danke. Okay, reden wir ein bisschen über Vernon. Darf ich Sie über Vernon befragen? Er wollte Sie unbedingt kennenlernen. Worüber wollte er mit mir sprechen? Wissen Sie es? Nicht so genau. Er benahm sich so merkwürdig. Reden Sie weiter. Er sagte, sein Leben sei in Gefahr. Er ließ mich nicht in die Wohnung kommen. Wir mussten uns im Park treffen. Wovor hatte er solche Angst? Vor diesen Leuten. Was für Leuten? Das weiß ich nicht. Vernon sollte für sie ein altes Manuskript entschlüsseln. Ich weiß nicht, was daran so geheimnisvoll war. Jeder kann das Manuskript im Internet sehen. Und hatte es entschlüsselt? Natürlich. Vernon ist der Beste. Er war der Beste. Was ist dann passiert? Sie haben ihm verboten, darüber zu reden. Und ihm gedroht. Das war vor 6 Monaten. Also hat er sein Leben riskiert, um mit mir zu sprechen. Aber warum gerade jetzt? Er sagte, es würde sich alles erfüllen. Erfüllen? Was? Das wollte er mir nicht sagen. Was im Manuskript stand, nehme ich an. Das nehme ich auch an. Was wissen Sie über den Safe? Wissen Sie irgendetwas über Vernons Safe? Nur, dass er irgendwo einen hat. Die Kombination kennen Sie nicht? Nein. Aber sie ist bestimmt leicht zu merken.
Vernon hatte ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Wirklich? Ich habe ihn ausgelacht, weil er mich dauernd nach meinem Geburtsdatum fragte. Sprechen Sie weiter. Schatz, wann hast du nochmal Geburtstag, hat er immer gefragt. Am 23. Oktober, wie jedes Jahr, habe ich geantwortet. Gut, Beatrice. Ich lasse Sie jetzt allein. Nein, warten Sie. Was ist mit dieser Frau? Was ist, wenn sie zurückkommt? Keine Angst. Das wird sie nicht. Was machen Sie jetzt? Ich werde sie finden und herausbekommen, was dahinter steckt. Und der Polizei übergeben. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Ja, danke vielmals, Beatrice. Und danke für die Kombination. Falls Ihnen noch etwas einfällt, oder wenn Sie nur reden möchten, ich wohne Rue Jarry 361. Danke, das ist nett von Ihnen. Okay. So. Natürlich. Als ich die Information von Beatrice zusammenfügte, begriff ich, dass die Kombination ihr Geburtsdatum sein musste. Na bitte. Gut. Es waren nur zwei Dinge darin. Ein handgezeichnetes Diagramm und eine DVD. Okay, Diagramm anschauen. Vernon hatte behauptet, das Diagramm sei wichtig. Die DVD war unbeschriftet. Mir war egal, für wen sie bestimmt war. Als Journalistin muss man jede Spur verfolgen. Jetzt brauchte ich nur noch einen DVD-Player, um sie mir anzusehen. Ja, und ich nehme an, zu Hause hast du einen. Oder vielleicht hier. Nippes hieß es. So und nein, so. Das würde ich auf keinen Fall tun. Okay. Normalerweise würde ich auch auf dem Computer versuchen, aber... Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Ja. Hier drin gibt es ja auch einen Fernseher mit einem... Ich weiß nicht, ob das ein Kassettenrekorder... da auf dem Tisch oder ein DVD-Player ist. Wissen Sie... Okay, reden wir zuerst über seinen DVD. Vernon hat im Safe eine DVD hinterlassen. Wow. Schnucki. Mein Schnucki. Okay. Haben Sie eine Ahnung, was das ist? Sieht wie ein Bild einer Spinne aus. Und Vernons Küchenschlüssel? Es ist mir gelungen, einzubrechen. Kein Wunder, dass sie die Polizei für eine Verbrecherin hielt. Kontoauszug. Wussten Sie, dass Vernon fast pleite war? Vernon war immer fast pleite. Deshalb habe ich ihn... ihn geliebt. Was? Moment, was? Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Ich hatte keine Fragen mehr an Sie. Deshalb habe ich ihn geliebt? Weil er pleite war? Ja, ich kenne es andersrum. Ich habe ihn geliebt, weil er Geld hatte. Das war keine gute Idee. Aha. Wer immer hier Staub wischte, war offenbar nie bis zum Fernseher vorgedrungen. Gut, well. So, also gut, dann gehen wir raus. Wow. Das habe ich ein Taschentuch. Gut, zum Glück hatten wir das Taschentuch schon genommen. So, und runter mit dir. Und runter. Ich hoffe mal, von zu Hause aus kann sie einen DVD-Player steuern. Ich hatte die DVD. Jetzt musste ich mir ansehen, was darauf war. Ich beschloss, damit nach Hause zu gehen. Was zum...
Ich hatte die DVD. Jetzt musste ich mir ansehen, was darauf war. Ich beschloss, damit nach Hause zu gehen. Was zum... Okay, das geht ein bisschen zu schnell. Ich hatte die DVD. Ja, ja, ja. Jetzt musste ich mir ansehen, was darauf war. Ich beschloss, damit nach Hause zu gehen. Was zum... Mein Gott, das war knapp. Genau diesen Wagen hatte ich vorhin gesucht. Gut, aber die Politessin, die hat doch den Wagen gesehen. Die muss doch etwas gesehen haben. Da bin ich wieder. Das hätte ich nicht gedacht. Die hatten keine Beweise. Sie mussten mich schließlich laufen lassen. Wissen Sie, was... Ja, Vernons Diagramm. Wissen Sie, was das bedeutet? Und haben Sie nicht gerade gesehen, dass ich fast überfahren worden wäre? Also eigentlich noch dreimal überfahren worden bin und beim vierten Mal nicht mehr? Erkennen Sie dieses Diagramm? Sehr interessant. Sie halten es allerdings verkehrt herum. Oh, und was stellt es dar? Es ist das Emblem der Alienflotte. Super. Danke, ich muss wieder los. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Ja, nur leider nicht so hilfreich, wie ich es mir dachte, weil sie hat ja nichts gesehen. Da wird jemand auf offener Straße fast über den Haufen gefahren und die Trolle da sieht nichts. Ich hatte keine Fragen mehr an sie. Okay. Dann raus mit uns. Ab nach Hause. Ich überlegte, ob ich woanders hingehen sollte. Rue du Prince. Ja. Und beschloss, in meiner Wohnung nach dem Rechten zu sehen. Moment, das Teil da... Hat das überhaupt einen DVD-Player? Ich hatte keine Zeit zum Fernsehen. Meine Finger zitterten, als ich die DVD einlegte. Was war so wichtig, dass Vernon deshalb umgebracht wurde? Wenn du das hier siehst, Maus, dann... Naja, dann weißt du, was passiert ist. Die ganze Welt ist in Gefahr, Beatrice. Das Manuskript, das ich im Auftrag dieser Leute entziffert habe, enthält ein tödliches Geheimnis. Aber anfangs wusste ich das nicht. Die ganzen Erdbeben und das verrückte Wetter, von dem ich dauernd geredet habe, das wird alles im Manuskript vorausgesagt. Übrigens ist es sehr berühmt. Es wird das Voynich-Manuskript genannt. Man hat seit Jahren versucht, es zu entziffern. Und ich hab's als Erster geschafft. Ich, Vernon Blier. Ich habe noch nicht alles entschlüsselt, aber ich habe genug gesehen. Darin wird eine Kraft beschrieben, die stark genug ist, die gesamte Menschheit zu vernichten. Sie fließt unaufhörlich um die Erde, über bestimmte Bahnen, genannt Kraftlinien. Die Chinesen nennen sie Drachenlinien. Stell dir vor, eine uralte Zivilisation hat sogar gelernt, diese Energie zu nutzen und gewann dadurch große Macht. Aber dann wurden sie zu gierig und verloren die Kontrolle darüber. Die Kraft wuchs. Fast hätte sie die Welt zerstört. Beatrice, die Leute, die mich bezahlen, wollen diese Energie beherrschen. Falls es ihnen gelingt, bedeutet das wirklich das Ende der Welt. Ich habe hier ein Diagramm beigelegt. Es ist wichtig, aber ich weiß nicht warum. Noch nicht. Ich weiß, dass zwei Dinge sehr wichtig sind. Das eine wird der Schlüssel Salomos genannt. Das andere ist ein merkwürdiger Satz. Teufel und Hexen tanzen am Sabbat mit Kühen. Je länger ich an dem Manuskript arbeite, desto verwirrter werde ich. Und desto mehr fürchte ich um mein Leben. Was auch immer geschieht, Mars, ich liebe dich. Ich hatte mir eine sensationelle Story gewünscht. Jetzt hatte ich sie wohl gefunden. Aber was bedeutete das alles? Ich brauchte Hilfe. Okay, Lupino! Zur Hilfe. Vielleicht sollte ich telefonieren. Ich fragte mich, ob André wohl irgendeine Idee hatte.
Ja, das ist das Einzige, was mir im Moment einfällt. André Lobineau. Hallo, André. Gut, dass du dich meldest. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Oh, André, du bist süß. Vernon Blier. Ich habe ein großes Problem, André. Ich brauche dringend deine Hilfe. Erzähl schon. Mal sehen, was sich machen lässt. Der Tote... Der Mann, den du interviewen solltest? Genau der. Er hat eine Botschaft auf DVD hinterlassen. Wie schrecklich dramatisch. Eine Stimme aus dem Grab. Das ist kein Witz, André. Auf der DVD sagt er, dass es ihm gelungen sei, das sogenannte Voynich-Manuskript zu entziffern. Hm. Und weißt du irgendetwas über den Schlüssel Salomos? Das muss ich selbst sehen. Wir treffen uns bei dir. Was auch immer geschieht, Mars. Ich liebe dich. Wenn auch nur ein Zehntel davon wahr ist. Davon müssen wir ausgehen, André. Fassen wir zusammen, was er uns gesagt hat. In einem Werk mit dem Titel Voynich-Manuskript wird behauptet, eine uralte Zivilisation habe eine Kraft gekannt, die die Erde selbst durchläuft. Und heute versucht jemand, diese Kraftquelle zu nutzen und verursacht dadurch vielleicht Erdbeben. Das merkwürdige Diagramm und ein sogenannter Schlüssel Salomos haben eine bisher unbekannte Bedeutung. Ich habe keine Ahnung, was das Diagramm darstellt, aber ich weiß etwas über den Schlüssel Salomos. Was schließt er denn auf? Nichts im eigentlichen Sinne. Er ist ein legendäres Buch, das die Weisheiten Salomos enthält. Was gab's da noch? Teufel und Hexen, die am Sabbat mit Kühen tanzen. Angeblich tanzten Teufel und Hexen auf der Île Saint-Louis. Ein Teil der Insel wurde früher Île aux Vaches genannt. Die Insel der Kühe. Es gibt offenbar eine wichtige Verbindung zur Île Saint-Louis, wenn wir nur genau wüssten, worin sie besteht. Ja, dann... Vielleicht sollte ich telefonieren. Die Zeitung. Ich sollte mich bei meiner Zeitung melden. Ist der Chef da? La Liberté, guten Tag. Theatermaske? Hä? Okay. Ich brauche deine Hilfe. Dafür bin ich da. Vielleicht weißt du das. Du bist doch nebenberuflich Schauspielerin. Hat die Île Saint-Louis irgendetwas mit Theater zu tun? Es gibt ein altes Theater auf der Insel. Ich kannte Leute, die es vor ein paar Jahren wiedereröffnen wollten. Aber es steht seit 5 Jahren auf der Abrissliste. Hat es einen Namen? L'Héroglyphe. Danke. Du hast was gut bei mir. Okay. Bis dann. Lubino. La Gaffe. André ist ein guter alter Freund. Er hat mir oft geholfen. Was könnte das bedeuten, André? Wir müssen ganz methodisch vorgehen. Also gut, Theatermaske. Glaubst du, die Insel hat irgendetwas mit Theater zu tun? Da musst du nachforschen. Ich weiß genau, wo ich zuerst anrufe. Okay, Salomons Schlüssel. Der Schlüssel Salomos ist ein Buch, sagst du? Ja. Von einigen althebräischen Manuskripten wird sogar behauptet, sie seien das Original. Aber ernsthafte Forscher bezweifeln ihre Echtheit. Vielleicht kann uns das tatsächliche Original weiterhelfen. Okay, Île Saint-Louis. Was hat die Île Saint-Louis für eine Bedeutung? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir eine Querverbindung zu einem anderen Indiz. Vernons Diagramm? Oder ist das ja Vernons Diagramm? Was glaubst du, könnte das Muster bedeuten? Es sieht ein bisschen wie eine Spinne aus. André, ich meine es ernst. Ob es vielleicht etwas mit den Kraftlinien zu tun hat, von denen er sprach? Vielleicht überschneiden sich die Kraftlinien hier. Genial, das ist es. Aber hilft uns das weiter? Gut, dann ab zum Theater. André, weißt du etwas über ein Theater namens L'Héroglyphe? Auf der Île Saint-Louis? Ja. Nein. Dann werde ich mich dort mal umsehen. Auf Wiedersehen. Sonst können wir... Nee, das nur zum Anschauen. Vielleicht sollte ich meine Nachrichten abhören. Sie haben neue Nachrichten. Guten Tag, Mademoiselle. Ich habe ein wichtiges Stichwort für Sie. Dachtraufen. Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Dachtraufen überprüft? Das dachte ich mir. Also, ich vertrete die Firma Dichte Dachtraufen. Und ich möchte Sie über unser Dachtraufen-Dichtungsprogramm informieren. Wir gewähren 50% Nachlass auf alle Dachtraufen-Dichtungssets, die vor dem Monatsende bestellt werden. Ach nö. Denken Sie daran, Ihre Dachtraufen sprechen Bände.
Dachtraufen, Dichtungssets von dichte Dachtraufen. Sie brauchen nicht anzurufen, ich rufe zurück. Nico, hier spricht Ihr Chefredakteur. Kennen Sie mich noch? Wo zum Teufel stecken Sie seit 2 Tagen? Was soll der Quatsch? Von wegen verhaftet? Rufen Sie mich an, sobald Sie die Nachricht hören. Okay, dann gehen wir mal raus. Ich überlegte, ob ich meine Wohnung verlassen sollte. Ah, zum Theater in Saint-Louis. André, ich mache mich auf die Suche nach weiteren Hinweisen. Es ist schon etwas spät, um in einem alten Theater herumzustöbern. Mir passiert schon nichts. Typisch. Hallo? Kennen Sie mich noch? Ich bin's, Ihr Chef. Ah. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt? Im Knast. Warum haben Sie meine Kaution nicht bezahlt? Bin ich Krösus? Ich habe eine neue Aufgabe für Sie. Ich arbeite noch an der Story vom toten Hacker. Ach, das ist ein alter Hut. Ich möchte, dass Sie... Ich will der Sache auf den Grund gehen. Vergessen Sie die Sache! Nein! Jemand will mir da was anhängen. Sie haben keine Wahl, Nico. Nicht in Ihrer Position. Wenn das so ist, kündige ich. Weißt du was? Jetzt geht's mir viel besser. Fragt sich nur, wie du jetzt deine Miete bezahlen und essen willst. Es wird sich schon was ergeben. Du hörst dich an wie dein Freund George. Oh, wie der Lackaffe läuft. Oh. Das Theater sah aus, als sei es seit Jahren verlassen. Ich fragte mich, ob das der richtige Ort war. Um es herauszufinden, musste ich hinein. Ja, und genau das werden wir in der nächsten Folge machen. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.